Hi und herzlich willkommen zu einer Runde Insel Express. Insel Express, der kleine, große Engine Builder. Ich spiele heute mit dem Jan. Hallo Jan. Hallo. Ja, und ich erkläre euch jetzt erstmal so ganz grob, worum es hier eigentlich geht, beziehungsweise den Aufbau, damit ihr uns auch folgen könnt, wenn wir das Spiel spielen. Wir haben eben noch nach einer Sache aus der Anleitung gesucht, die hat sich jetzt aber aufgelöst. Die stammt wohl von einem alten Zustand des Ursprungsspiels, aber dazu gleich auch nochmal mehr. Also wir befinden uns hier auf dieser Insel. Die Insel setzt sich zusammen aus diesen 6 Karten. Wir haben Schneeheim, Kaktusmine, Feriendorf, Kieselstrand, Sandstrand und Fjordingen. Es gibt noch eine Forschungsstation. Moment, habe ich die hier gerade? Die benutzt man aber nur im 4-Personen-Spiel. Wo ist sie? Da ist sie. Die sieht auch ganz nett aus. Also ich muss sagen, ich mag das Artwork hier sehr, sehr gerne. Das hat mich auch überhaupt überzeugt, das Spiel überhaupt zu spielen. Ich muss sagen, Züge sind jetzt nicht so meins, aber das Artwork, das war meins. Genau, dann haben wir hier diese 6 Ortstafeln, die legen wir dann passend zu unseren Ortsnamen. Und wir haben Tickettafeln, diese 6 Stück, die mischen wir und ordnen sie zufällig an. Also es ist auch ratsam, das in jedem Spiel ein bisschen anders zu machen, einfach um Abwechslung zu haben. In dem Spiel selber waren noch 3 so Promo-Tickets drin, die habe ich jetzt aber noch nicht reingemischt, denn so oft haben wir das Spiel noch nicht gespielt, dass wir schon so viel Abwechslung bräuchten. Genau, hier oben haben wir das Gleis und eine Holzlok. Auf dem Gleis gehen wir vorwärts, wenn wir hier bestimmte Sachen erfüllt haben, und je nachdem, wie viele Spieler wir sind, lösen wir das Ende aus, wenn wir auf 4, 5 oder 6 kommen. Im 2-Personen-Spiel wäre es die Nummer 4. Wahrscheinlich kann man die nicht erkennen, aber die ist hier und da ist noch die 5 und da ist noch die 6. Dann starten wir alle mit einer Lok Stufe 1. Wir wollen hier eigentlich einen langen Zug bilden. Wir transportieren Waren, Güter, Personen und logischerweise haben wir nur eine Lok jeder. Alles andere werden dann einfach Wagen sein und jeder bekommt zum Start diese Stufe 1 Lok. Die sind auch beide komplett identisch, die wir hier haben. Hier haben wir Spielkarten, eine Auslage von 3 Karten. Da haben wir zum Beispiel schon einen Güterwagen Stufe 1, einen Begleitwagen der Stufe 2. Je höherstufig die Wagen oder die Lok sind, umso teurer sind sie. Hier oben steht immer der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir sie bauen. In dem Fall sind Karten unser Geld. Wir bezahlen mit den Karten. Wir starten beide mit 5 Handkarten. Und jeder hat sich 2 Personen aus dem Zug genommen. Nicht aus dem Zug, aus dem Beutel. Ja, danke. Und genau, die Figuren können wir hier einsetzen auf diesen Tickets und bekommen dann auch noch Boni dafür. Ja, ansonsten, worauf ist noch zu achten? Wir haben hier eine Zugkraft auf jeder Lok. Also je höherstufiger sie werden, die Loks, umso mehr Zugkraft haben sie. Das heißt, das müssen wir bedenken. Wir haben hier Last heißt es, glaube ich, oder? Was ist das der offizielle Begriff? Gesamtgewicht. Gesamtgewicht oder Gewicht, was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir halt die Zugkraft nicht überschreiten, sonst können wir den jeweiligen Waggon oder Wagen nicht bauen. Ja, ansonsten Ziel des Spiels ist es zu gewinnen. Genau. Ja, also wir lösen, das war auch das, was wir eben nachgeschlagen haben. In der Anleitung stehen verschiedene Wege, wie man das Spielende auslöst. Unter anderem wenn wir hier die 4 erreicht haben, das bedeutet praktisch eigentlich nur, auf diesen Inselkarten hier sind Aufträge gezeigt. Das sind hier Hauptaufträge, die auf der linken Seite, und das sind, wie heißen die, Folgeaufträge. Ja. Und sobald 4 Hauptaufträge erfüllt wurden, würden wir dann halt auf die 4 kommen. Mit jedem Mal gehen wir eins vor und dann wäre quasi das Spielende erreicht, wenn wir im 2-Personen-Spiel auf die 4 gehen.
Außerdem steht in der Anleitung noch drin, dass das Spielende ebenfalls getriggert wird durch einen leeren Ablage- sowie Nachziehstapel. Und dann haben wir uns gedacht, weil gleichzeitig steht in der Anleitung drin, dass wenn der Nachziehstapel leer ist, wir den Ablagestapel mischen, um wieder einen Nachziehstapel daraus zu machen. Und es war wohl so, dass in der Originalversion in der englischen des Spiels dieser Handkartenstapel deutlich geringer war, also kleiner. Und dann war das gerade in Mehrpersonenspielen ja einfach häufiger der Fall, dass wirklich alles irgendwie leer war und alle Karten verteilt waren. Zumal wir hier auch noch auf den Karten Güter haben. Jetzt habe ich hier lauter Gebäudekarten. Wir haben Waren, was ist das, Kohle? Kohle, Öl und... Und Waren einfach oder Güter. Ja. Die können wir dann auch transportieren auf unserem Zug und schieben wir so unter den Zug, drunter, unter die Waggons und dadurch sammeln wir halt schon ein paar Karten bei uns. Also wenn man irgendwie mit 4 Leuten spielt, kann ich mir schon vorstellen, und der Stapel halb so groß ist, dass die alle weggehen, ansonsten eher nicht. Was gibt es noch zu sagen zu den Zügen und Waggons? Hier oben sind Siegpunkte, die wir am Ende noch bekommen. Dann ein ganz wesentliches Element, über das sich der Jan letztes Mal auch sehr stark beschwert hat, ist, dass dieses Spiel davon lebt, dass wir dem anderen etwas schenken. Naja. Und naja, aber ja. Ja. Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Genau. Eigentlich auch was schenken. Also man kriegt zwar auch was, aber man schenkt dem anderen halt auch was. Und wenn man dazu nur schwer in der Lage ist, dann hat das Spiel natürlich, gibt es ein Problem. Dann dauert es lange. Genau. Hier oben stehen immer Boni drauf, die man bekommt, wenn man die Aktion XY bei einem Mitspieler macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier dem Jan eine Person in seine Lok stelle, dann kann ich 2 Karten ziehen. Und das ist tatsächlich was, wovon das Spiel insofern ein bisschen lebt, weil wir haben ja jetzt, wie gesagt, die Variante nicht, dass das Ende getriggert wird, dadurch, dass keine Karten mehr da sind. Das wird bei uns nie passieren. Das heißt, wir müssen es erreichen, diese Aufträge zu erfüllen. Die Aufträge können wir nur erfüllen, wenn wir die dazugehörigen Waren oder Ressourcen bekommen. Und es ist natürlich schwierig, ich kann mir die auch selber alle da drunter schieben, aber da muss ich halt erstmal zu diesen ganzen Sachen kommen, dass ich so viel habe. Deswegen, genau. Also wir sind ein bisschen aufeinander angewiesen. Genau. Also ich könnte mir auch selber diese Person hier nehmen oder eine Ware beladen, heißt das, glaube ich. Ja. Dann kriege ich aber den Bonus nicht. Genau. Und das ist dann ziemlich mühsam, weil man auch nur 2 Aktionen pro Zug hat. Ne? Genau. Und vielleicht noch zu den Hauptmissionen. Also irgendjemand diese Hauptmission erfüllt, ist ja relativ einfach. Man muss ja nur 2 Waren liefern, nimmt sich derjenige dann die Karte und ist dann auch nur der diese Folgeaufträge ausführen kann. Genau, die anderen können das dann nicht mehr. Das heißt, ich nehme in dem Moment die Karte, lege die hier zu meinem Zug und die bleibt dann. Ich kann allerdings, solange ich hier eine Karte liegen habe, keinen weiteren Hauptauftrag erfüllen. Ich muss dann erstmal einen Folgeauftrag mir aussuchen, den ich erfülle, und wenn ich das gemacht habe, dann schiebe ich die mit dem jeweiligen Folgeauftrag sichtbar unter meine Lok oder was weiß ich, irgendwo drunter halt, und dann kann ich die nächste erfüllen. Ja, so viel dazu. Ich erinnere mich gerade nicht, vielleicht erinnerst du dich mit den Farben und den, wir haben doch letztes Mal gesagt, warum haben die denn eigentlich die Farben, und dann haben wir herausgefunden, dass die immer halt in dieses entsprechende Örtchen wollen. Achso, die müssen, genau. Die müssen dahin. Müssen. Ja, okay. Müssen. Okay. Also wir würden ähnlich wie bei Waren die erstmal beladen, entweder beim Mitspieler oder bei sich selber. Mit dem gleichen Effekt. Gibt einen Bonus oder es gibt keinen Bonus. Und dann kann man als eine der beiden Aktionen, wie heißt es genau, liefern. Ne? Liefern. Und das ist entweder ein Hauptauftrag erfüllen, einen Folgeauftrag erfüllen, eine Figur abliefern, das wäre dann in einem der 6 Orte und man kriegt dann einen entsprechenden Bonus von links nach rechts. Genau. Wird halt, halt es immer besser, je früher man dran ist. Genau. Genau. Und zu den Aktionen. Jeder hat abwechselnd 2 Aktionen. Das ist unser Zug, also wir machen die auch nicht nacheinander, sondern wir machen sie pro Person nacheinander. Wir wechseln uns nicht ab, das wollte ich damit sagen. Jeder macht seine 2 Aktionen, bevor der andere dran ist. Wir haben verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass ich mir eine Karte aus der Auslage nehme oder vom Nachziehstapel oder ich nehme mir oder ziehe mir eine Figur aus dem Beutel.
Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Karte aus meiner Hand zu bauen. Dabei ist auch noch zu sagen, wir haben neben den Loks und Waggons in diesem Handkarten-Nachziehstapel auch noch Gebäude, wie diesen Hauptbahnhof hier, diesen schönen Hauptbahnhof. Wir dürfen nur ein Gebäude bauen in unserem, ja nicht im Zug, unterm Zug, aber wir dürfen nur ein Gebäude ausliegen haben. Die Gebäude bringen uns irgendwas Positives. Der Hauptbahnhof würde mir am Ende 8 Siegpunkte geben. Aber die haben wirklich teilweise sehr spezielle individuelle Boni. Teilweise auch die sich auf Aktionen im Spiel beziehen, dass wenn XY passiert, kann ich eins mehr machen oder was weiß ich. Genau, ich bin aber immer in der Lage, mein Gebäude auszuwechseln. Ich kann ein anderes Gebäude bauen und würde das dann entfernen. Also eine Aktion ist, wie gesagt, eine Karte von meiner Hand zu bauen. Das könnte jetzt ein Gebäude sein oder ein Waggon oder eine Lok. Ich kann zu jeder Zeit auch die Loks oder die Waggons aufwerten. Das ist jetzt eine Stufe 1 Lok. Ich könnte auch direkt eine Stufe 3 Lok bauen. Muss dann auch nur noch die Differenz von der bereits ausliegenden zu der, die ich updaten will, bezahlen. Genau, eine nächste Aktion wäre platzieren. Die Aktion platzieren, da könnte ich dann eine Karte als Fracht oder eine Figur aus meinem Vorrat platzieren, entweder bei mir oder bei jemand anderem. Und die letzte Aktionsmöglichkeit wäre liefern. Und zwar betrifft das hier diese Aktion, dass ich einfach an einem Zielort dann Fracht oder Figuren irgendwie, also Figuren hier, Fracht da, abliefern kann. Ja, das sind schon die Aktion. Und ich habe immer, wenn ich out of cards bin, die Möglichkeit, eine Figur oder eine Fracht einfach abzulegen und bekomme pro Figur und pro Fracht 2 Karten, die ich mir entweder wieder aussuchen oder ziehen kann. Ja, weil dadurch, dass wir auch mit den Karten bezahlen, sind sie durchaus auch mal ein rares Gut. Genau, und es gibt ein strenges Handkartenlimit. Wie viel waren es? 5 oder 6? 5. Guck ja, noch und mal, aber die Karten kosten ja teilweise 6. Ja, 5. Karten, also meistens ist es dann irgendwie die zweite Aktion nur, wo man was sich kauft. Genau. Oder in der ersten Aktion zieht man Karten, wenn das geht, sonst kann man sie gerade wieder abwerfen. Genau. Ja, und zwischendurch bekommen wir immer noch mal so Siegpunktmarker bei verschiedensten Gelegenheiten, unter anderem auch hier auf diesen Tickets, wo wir die Leute draufstellen. Und das sind zum Beispiel Siegpunkte, die am Ende mit reinspielen. Dann natürlich die Siegpunkte, die wir hier über diese Aufträge bekommen. Dann die gebauten Karten hier, Loks, Waggons, Gebäude. Und einen Siegpunkt gibt es auch noch für die schöne Holzlok. Der zuletzt, glaube ich, auf die 6 geht, kriegt die Holzlok. Auf die 4 kriegt die Holzlok. Und ja, genau, für jede platzierte Fracht und jede platzierte Figur, die ich am Ende im Zug habe, bekomme ich auch nochmal einen Siegpunkt. Ich glaube, dass ich damit wahrscheinlich das Wichtigste gesagt habe. Mir fällt auch gerade nichts mehr ein. Und das auch recht flüssig. Bis auf die kleinen Wortfindungsstörungen zwischendrin. Das war schon mal ein Erfolg. Ja, finde ich auch. Ja, dann würde ich sagen, startest du mal. Starte ich mal. Siehst du, ich hatte jetzt so viel Zeit, mir meinen Zug zu überlegen. Ich würde tatsächlich mal als erste Aktion mir hier eine Karte nehmen, weil ich ein bisschen wenig von diesen Güterwaggons auf der Hand habe. Mhm. Und als zweite Aktion würde ich den gerne bauen. Aha. Und muss dafür 3 Karten abgeben, weil der 3 kostet. Mhm. Und du hast schon 2 Kraft hier verblasen. Oh. Ja. Das wird nix. Oh. So, dann legen wir mal die schöne Lok. Das Spiel ist übrigens für die 3 Karten. 1-4 Personen. Wo wollen wir den noch? Ziehstapel hier nebenan. Jo. Okay. Dann waren das schon meine 2 Aktionen. So, dann baue ich einen Stufe 1 Personenwagen. Zahle hier 1 und baue ich noch was? Nö, ich setze eine Figur. Ich setze direkt eine Figur ins Feriendorf und ziehe mir 5 Karten. Mhm. Warum? Du musst erstmal die Figur in einen Wagen bringen. Ach so, ja, und diesen Wagen dann. Ich stelle die hier hin. So.
Geht schon wieder los. Und diesen Wagen, was? Damit dann beliefern, das Ferienrad. Ja, also jetzt könnte ich es im nächsten Zug machen. Genau. Ja, okay. Mhm. Du, sorry, ich wollte... Du hättest ja theoretisch den auch bei hier mir... Vorteile. ...von hier reinstellen können. Ich erinnere dich nochmal dran, worum es hier geht bei diesem Spiel. Ja, also das ist bei dem Spiel wirklich so. Man muss schon die Bereitschaft... Ich muss sagen, dass der Jan weist mich auch immer darauf hin, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, doch, die da sehr großzügig sind. Ja, das ist, wenn du überhaupt, stell mir jetzt mal vor, vier Leute, die so sind wie ich, spielen dieses Spiel. Nix. Nee, eben. Das also das sollte man tatsächlich bedenken. Ja. So, aber ich demonstriere das mal, wie das aussehen könnte, wenn man da keine Probleme mit hat. Ich stelle hier immer meinen blauen Kollegen. Wo kommt denn der jetzt? Achso, das habe ich ja gemacht. Ja. So, und dann darf ich drei Karten ziehen. Ist das nicht, ist das nix? Das ist was. Ich brauche mir hier. Und du krieg einen Siegpunkt. Ja. Ja, es lohnt sich schon, das stimmt. Siehst du mal. Das stimmt. Wir kriegen dich hier noch zum kooperativen Spieler. Optimistisch. So, und dann brauche ich mal hier so einen Kohlewagen. Ne? Mhm. Und gebe ab. Und gebe ab eine Lok. Jetzt stelle ich den aber ins Feriendorf und ziehe mir fünf Karten. Ja, das ist nämlich jetzt ganz gut, weil wir haben ja das Handkartenlimit. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, in seinem ersten Schritt, in seiner ersten Aktion Karten zu sammeln, weil wenn ich das in der zweiten gemacht hätte, hätte ich die ja gleich jetzt wieder abwerfen können. Ich baue nämlich jetzt den Hauptbahnhof für sechs Karten. Eins, zwei, drei... 4, 5, 6. Oh, das ist natürlich. Das war wahrscheinlich auch nicht schlau, befürchte ich, aber gut. Das war jetzt die erste Aktion. Dann gebe ich dir den. Nehme zwei neue Karten. Das habe ich nur gemacht, weil ich Karten brauche. Aber das ist ja das Prinzip. Hat's wehgetan? Bisschen. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen. So. Kann ich nicht leugnen. Ja, das ist ja blöd. Ist blöd? Deine Züge sind ja hier unterbrochen. Das muss schon dicht liegen. Oh ja, das ist aber auch ganz schön. Guck mal hier. Dann bleiben die ja stehen. Die Bäume passen ja richtig zusammen hier, wenn man das ordentlich hinlegt. Mhm. Ich finde auch also das Artwork sehr, sehr schön. Schön ist es. Ja. Wie passt der Hauptbahnhof da rein? Nee, der passt nicht rein. Der passt nicht. Ja, dann hole ich mir mal... Was wollte ich jetzt da tun? Ich gebe dir noch mal ein. Oh, danke. Zack, zwei Karten. Sehr nett. So bin ich. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann stelle ich den hier mal in die Kaktusmine. Und kriege 4 Siegpunkte. Mhm. Ich glaube, man nimmt die sich immer gleich, oder? Ja. Das war. Ich gehe hier hin, nehme mir auch 4. Und das hier noch. So, jetzt ist die große Frage. Ich kriege zwei Karten und was bedeutet plus 1b? Du darfst einmal bauen. Oh, okay. Ich lege eine Karte von deiner Hand aus und zahle ihre Kosten. Genau, Zug oder? Ich baue eine Stufe 2 Lok. Ich glaube, man legt die dann ab und ich zahle zwei Karten dafür, weil ich hier schon 1 habe. So. War's das? Ja. So. Also du kannst dich hier schon extrem im Kreis drehen, weil wenn du dich überhaupt nicht darauf, dann ist das Spiel nie vorbei. Wir müssen schon mal gucken, dass wir. Ne? Ich habe dir ja hier schon schöne Wägelchen hingelegt, die du mir mal beladen könntest. Aber wahrscheinlich muss ich wieder selber ran, ha? Überlegst dir. Dir kann ich nichts mehr geben. Du hast wieder mal mir keine Möglichkeit hier hingelegt. Macht nichts. Dann baue ich auch mal eine neue Lok. Für zwei Karten. Das ist doch das gleiche in Grün. Ja, ich brauche ja nicht zweimal. Noch an den Bekleidelwagen weg. Das war die erste, oder? Erste Aktion. Ich habe nicht aufgepasst, was baut ihr da?
Ist vielleicht ein Fehler, aber ist so. Wenn, dann ist es keine Absicht. Okay. Ja, wie gesagt, bei dir kann ich nichts beladen selber. Ich fange mal bei mir selber an zu beladen, das wird ja nichts. Was denn? Ach so, das... da hättest du dir einen... Nee, du hast ihn nicht gebaut. Du, ah ja. Du hättest, ne? Ja, tatsächlich. Dann nimm dir doch mal einen. Und hier auch sogar. Ja gut, die Lok lag ja schon... Ach, nee. Nein. Ja. Ich kriege auch einen. Ja, also genau zur Erklärung. Genau. Hier oben rechts ist ein Männchen abgebildet. Und immer wenn man was baut, wo das abgebildet ist, kann man sich eine Figur aus dem Beutel nehmen. Haben wir letztes Mal schon vergessen. Die guten Sachen vergessen wir immer. Deswegen war das auch so zäh, wahrscheinlich. Genau. ich gehe nach Kieselstrand und ziehe 5 Karten, von der ich sicher eine für dich übrig habe. Beim letzten Spiel hatten wir alle Männchen schon verteilt und keinen einzigen Auftrag rausgenommen in der Mitte. Das ist so, dann auch kriegst du das hier. Und ich, 4 Karten, nee, das ist scheiße. Das ist nicht so klug. Das müsstest du, wenn, dann als ersten Zug machen. Aber jetzt habe ich die Karten, dann baue ich jetzt erstmal was. Baue erstmal was. Dann baue ich einen Stufe 1 Ölwagen. Für 2. So, genau. Dann bist du dran. Dann lade ich hier mal Öl. Ich glaube, nehme mir 3 Karten, richtig. Also heute macht es mir mehr Spaß als letztes Mal. Aber Annika ist auch nicht dabei, die hat es sehr runtergezogen, sagen wir mal. Meinst du? Ja, schon ein bisschen. Das ist sowas. Sie hat alle 3 Sekunden gesagt, also ich werde nicht warm mit dem Spiel. Falls du dich erinnerst. Es war auch, ging nicht so richtig, kam nicht, wir sind nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Beim letzten Mal. Ich brauche noch einen Zug. Aber ich glaube, wir haben da auch die vollumfängliche Botschaft noch nicht ganz verinnerlicht. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Bin ich so dran? Du bist dran. Ah, dann kriegst du doch jetzt mal Waren. So. Und ich ziehe mir 4 Karten. Ja. 4 Karten. Und so, 2, 4. Ich baue mir einfach eine Stufe. Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Da ändert sich ja nichts, außer die Zugkraft. Nee, das mache ich nicht. Dann baue das Papa Wagen hinten dran. Ich baue einen Kohlewagen. Was ist da? Für... So. Mhm. Jo. Gut, dann würde ich mal so einen Auftrag erfüllen wollen, oder? Ich habe ein... Na, eine Kiste und ein... Mhm. Kohle. Geld. Wird mir das nehmen, ja. Das geht auf den Ablagestapel, oder? Auf jeden Fall. Und dann kann ich jetzt daran arbeiten, hier diese Folgeaufträge zu erfüllen. So, jetzt bräuchte ich mal Karten. Die hier. Jawohl, nicht vergessen, die Lok vorzuschieben. Und hier kriegst du nochmal einen schwarzen Mann im... Danke. Personenwagen. 3 Karten und ein... guck mal hier. Du hattest dir vorhin keine Siegpunkte für den Hauptbahnhof genommen. Nee, das ist so am Ende. Okay, ja, weil das kann ja sein, dass ich den schon wieder ausgetauscht habe bis dahin. Stimmt, das finde ich ein bisschen verwirrend, wann man sich den nimmt. Wahrscheinlich hier bei den braunen, ne? Mhm, genau. Ah, okay. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich setze den hier drauf und nehme mir 2 Karten. Und kannst du mir sagen, was ein P bedeutet? Platzieren. Okay. Dann platziere ich Kohle bei mir. Klar. jetzt habe ich ja noch eine Aktion. Das war ja nur der Bonus. Ich platziere bei dir auch was, keine Sorge. Das platziere ich bei dir. Ach nee, ich will keine Karten. Du willst keine Karten. Das ist wirklich Mist, dass man hier nur Karten bekommt. Da muss ich jetzt wieder was bauen.
Warum machst du das nicht andersrum? Hast du das immer als Ersten? Na, hier habe ich auch Karten gezogen, deswegen so. Dachte ich schon, das wäre schlau. Okay, ja. Dann baue ich einen. Und du sagst, die hier werden zurückgemischelt, wenn ich hier was überbaue. Das habe ich nämlich gerade nicht gemacht. Ja, was baue ich denn jetzt? Einen Ölwagen habe ich schon. Und was ist ein Begleitwagen? Habe ich den schon? Nee, ich baue jetzt einfach eine Stufe 3. Nee, einen Begleitwagen überhaupt. Einen Begleitwagen. Ein Begleitwagen kostet mich 3. 1, 2, 3. So, fertig. Jetzt habe ich, 6. Ich habe ja schon die Lok Nummer 2. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was das hier oben bedeutet. Wo ist denn die Anleitung? Begleitwagen, also steht auf jeden Fall schön in der Anleitung immer drin, was das alles bedeutet, aber ich bin noch weit entfernt davon. Mit der Liefernaktion zu tun haben? Führst du die Liefernaktion aus, darfst du zusätzlich eine Figur an einem beliebigen anderen Zielort abliefern. Die Figur muss der Farbe des Zielorts entsprechen, an dem du sie ablieferst. Ja, dann. Die Liefernaktion ist was? Wenn ich hier Hauptauftrag, Folgeauftrag oder eine Figur. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. So. Da weiß ich Bescheid. Ich brauche schon wieder Karten. Wie komme ich denn an Karten? Ja, ich bräuchte auch Karten. Wie komme ich denn an Karten in diesem Spiel? Ich glaube, ich werde dir gleich was schenken. Ach, ich kann dir was schenken, ne? Dann komme ich an Karten. Genau. Du hast wieder nichts frei, nur Männchen. Ja, das stimmt. Schade eigentlich. Ja. Du kannst dir ein Männchen nehmen. Ich kann mir ein Männchen nehmen. Und dann kannst du das abliefern. Mein zweiten Zug ist blöd. So. Was muss ich hier bezahlen für den? 3. Ich habe 2. Also dann ziehe ich eine Karte. Schlupp. Und baue an Stufe 2 Kohlewagen. Du lässt es dir wieder gut gehen. Nur damit du eine noch schönere Aktion hast, wenn du mir Kohle schenkst. Ella? Ich schenke dir gar keine Kohle. ich schenke dir Öl. Danke. Sehr, sehr, sehr gerne, Jan. Und fülle meinen eigenen Wagen mit meiner Figur und fertig. Ja. Jetzt stehe ich da. Jetzt stehst du da. Ohne Karten in der Hand. Du kannst... Ich kann eine ziehen. Du kannst eine Figur ziehen und sie hier draufstellen. Kriegst du 3 Karten und einen Siegpunkt. Das mache ich. Das ist so cool. Siehst du, ich kann dich jetzt richtig locken hier. Ich bin mir nicht so sicher, ob das... Und einen Siegpunkt. Siegpunkt nicht vergessen. Vielleicht auch mal eintauschen. Du nimmst dir die ganzen kleinen. 3, 4, 5, 6. 7. 7. Okay, das war's schon. Ich liefere... Oder nee, lass mich nachdenken, mache ich jetzt was an? Nee, ich liefere. Du willst mir was schenken? Nee. Als allererstes. Warum? Nee, mache ich nicht jetzt. Ich habe dir doch eben Öl gegeben. Was denn noch alles? Ich nehme jetzt... Was nehme ich? Schneehalm oder Kaktusmine? Schneehalm oder Kaktusmine? Ich nehme Schneehalm. Schneehalm nehme ich. Liefere 2x Kohle. Und... Wieso hast du da verschiedene Möglichkeiten? Hättest du auch Öl gehabt oder was? Ich hätte auch Öl. Ja, das, die zweite Karte war Multi. Ja, aber du hast die ja in deinen... Wo hattest du den denn geladen gehabt? Da und da. Ja, dann hast du ja Kohle und Öl geladen. Ach so, dann muss ich das auch nehmen. Ja. Ja, stimmt. Dann muss ich Kaktusmine nehmen. Genau. Das ist nur, dass du es halt verwenden kannst. Halt. Ja, genau. Dann gehe ich hier noch drauf und nehme mir 3 Siegpunkte. Das war's. Ja. Einmal Öl.
drei Karten. Oh, ich nehme noch eine Figur, ja. Ja. Du auch? Für irgendwas? Nö, guck nicht. Ich glaube nicht. So, und dann, ich glaube, von dir kommt nichts. Nee. Muss ich wieder anfangen, selber tätig zu werden. Fertig. Mm. Oh! Ware für den Jan. 4 Karten für mich. Wow! Und jetzt wird aber auch noch was gebaut. Ich baue einen Stufe 2 Personenwagen für 3 Karten. Wir haben noch vergessen, die Lok 1 weiterzuschieben. Oh ja. Wir nähern uns schon dem Spielende. Ja, 3 Karten. 1. 2. 3. 2, 4, 5. Okay. Oder warte, die Lok behalte ich, dann nehme ich den Güterwagen. So. Das war's, oder? Was habe ich denn überhaupt gemacht? Ich habe. Hast mir was geschenkt? Dir was geschenkt. Karten und was gebaut. Oder habe ich was gebaut? Was habe ich denn jetzt zuletzt gemacht? Wofür habe ich denn Karten bezahlt? Ich habe nicht aufgepasst. Hast du irgendwas? Ach doch, ich habe den Stufe 2 Personenwagen gebaut. Ah. Ja. Man muss ja auch wissen, was man gemacht hat. Genau. Gut, dann jetzt aufgepasst. Ich lade einmal Kohle. Und kann meinen Folgeauftrag erfüllen. Nicht schlecht. Das ist der plus 8 und 5. Dann habe ich jetzt hier irgendwie 13 Punkte und die schiebe ich mir so drunter, oder wie war der Plan? So, ne? Die müssen rausgucken, die du bekommst. Ja, die gucken raus. Das hast du jetzt geliefert? Nö. Ach so, ja, zusammen mit dem. Ja, ja. Ach so, das steht alles gemeinsam drauf, okay. Das also ist die erste Lieferung und die zweite, ja. Und jetzt kannst du auch einen neuen Auftrag anfangen. Genau. So. Dann. Und der kommt auch zurück. Was mache ich jetzt? Ich. Erstmal platziere ich die hier, nehme mir eine Karte und was war P? Platzieren. Das heißt, ich kann dir was geben, wenn ich denn wollte. Eine Figur oder eine Karte in meinem oder deinem. So, das ist meine erste Aktion und dann. Dann nimm dir mal 2 Karten und einen, ach so. Und darfst nochmal bauen. Oh, oh, oh. Jetzt geht's rund. Oh. Oh, was mache ich jetzt? Stufe 2 Güterwagen, Güterwagen, Güterwagen. Nee. Ich baue die Stufe 3 Lok. Ruhe. Für 3 Karten. Habe ich nicht noch eine Aktion? Ja, ne? Ja. Das hier noch eine Bonusaktion. Achso, das war ja, die. Ja, das war die Bonusaktion. Und jetzt würde ich gerne noch. Aber das Platzieren hast du bei mir gemacht, oder? Und ja. Dann kannst du jetzt deine zweite. Genau. Irgendwie so, genau. Ja, ja. Ich gebe dir Öl und nehme dir 3 Karten. Heute läuft schon flüssiger. Siehst du? Merkst du es? The power of friendship. Mhm. So sieht's aus. So, das ist ein bisschen schade, dass ich keine Kohle habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dachte, du sagst, es ist ein bisschen schade, dass du nicht letztes Mal schon ein bisschen freundlicher warst. Auch das. Ja, aber ich kann ja, genau. Pass auf, ich nehme hier diesen Kohlewagen. Mhm. Belade mal ganz egoistisch selber und fange den zweiten Hauptauftrag an und ziehe die Holzlok auf dich 3 vor. Okay. Ja. So. Das heißt, wenn du jetzt einen anfängst, sind wir schon fertig, oder? Ja, aber ich kann gar keinen anfangen, weil mir für alles die Ware fehlt. Okay. Du hast auch keine Lok, ne? Ich habe 2 Aktionen, ne? Soweit ich weiß. Dann gebe ich dir jetzt schon mal das. Dann ziehe ich
Ne, das sieht auch alles nicht gut aus. Zwei. Das machst du nur fürs Video, gib's zu. Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Ich werde wohl einen Stufe 1 Güterwagen bauen. Kannst du den noch ziehen? Ziehen? Ja, ja, ich habe 8. So. Ich mache hier währenddessen noch ein bisschen Werbung für andere Spiele. Okay. Ich habe noch für eine Handvoll Miebel bekommen, habe mir auch die Anleitung schon durchgelesen, hatte es sogar schon mal aufgebaut und finde es sehr verwirrend. Ich habe nicht verstanden bis jetzt, trotz dass ich die Anleitung gelesen habe, was da gemacht wird. Und also was gemacht wird schon, aber es erschien mir eigentlich überhaupt nicht plausibel und ich bin sehr gespannt darauf. So, weiter. Du bist dran, oder? Du hast mir netterweise so einen Kollegen hier. Ja. Da durftest du noch Karten ziehen. Hast du das schon getan? Da war ich gerade. Ja, ja, das ist alles erledigt. Danke. Sehr freundlich. Ja. Dann liefere ich den gleich auch mal ab, dass ich das auch mal erlebe, wie das so ist. 2 und 2. Ich bin out of alles. Out of alles? Ja. Ich kann dir nicht mal was anbieten. So, was macht man denn jetzt? Jetzt versucht man noch einen Auftrag zu erfüllen, ne? Mhm. Ein Folgeauftrag. Das sind wir. Die sind schon sehr ähnlich, ne? Von dem, was sie brauchen. Mhm. Okay, das kann ich jetzt mir eigentlich alles irgendwie. 2. Okay. Ich nehme die, gebe sie dir und ziehe mir 4 Karten. Ne, das macht man erst zum Schluss so. So, nämlich. Und jetzt liefere ich mir auch mal hier Waren. Fertig. So, dann gebe ich mir noch ein Kohle, doch schon wieder. Bin dann wieder fertig. Hm. Oh, mal 3. Tja. Drehe sie um, glaube ich, irgendwie. Schieb sie hier drunter. Du Angeber, du bist haushoch gewinnen. Schauen wir mal. Ich habe auch nicht so klug gebaut hier. Ich müsste ja alle Ressourcen mal hier abgedeckt haben. Wäre nicht schlecht. Ich habe einen drunter geschoben, einen Auftrag erfüllt, genau, und war fertig. Tja. Tja. Schlecht sieht's aus, schlecht. Ich muss dir noch mal was geben. Ich gebe dir das. Und ziehe noch mal 4 Karten. Und. Ich baue den Stufe 2 Güterwagen für 3 Karten. Ach ne, warte, die nehme ich und gebe dafür die. Das ist nämlich ein Begleitwagen, der kann, gibt mir nochmal 2 Zugkraft, wenn ich den baue. Guck mal, ich bin nämlich jetzt hier ausgelastet. Mhm. Ja. Jetzt ist aber auch schon fast vorbei, ehrlich gesagt, zumindest. Was? Ich kann hier noch ein Öl laden und du dann musst kann ich. Noch eins. Ach so, oh. Kann ich ja eigentlich schon liefern. Ich bin Angeber, dass ich überhaupt noch Spaß am Spiel habe. Das passiert immer. Weil ich zu viel ja, das ist nämlich jetzt der Punkt. Jetzt habe ich nämlich eine richtig scheiß Erfahrung gehabt hier mit Freundlichkeit und Verschenken. Nie mehr. Das mache ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. So, jetzt rutscht die Holzlok vor. Das Spiel ist mit 60 Minuten angegeben. Letztes Mal haben wir fast 2 Stunden gebraucht und heute vielleicht 20. Ich nehme mir die Holzlok. Auch noch. Hm? Auch noch. Gut, dann hast du wohl gewonnen. Und dann kommt die große Abrechnung. Wollen wir das noch irgendwie versuchen? Oder? Also erstmal zählst du hier deine gebauten Siegpunkte, deine gelieferten Waren und eventuelle Figuren. 6, 8, 18, 19, 27, 31, 37, 38, 39. 59, oder? Oh, das geht. Ich habe 39. Ich hätte gedacht, oh, okay, ja. 61. Ja, nicht schlecht. Zeig mal die Anleitung bitte kurz. Das war gut. Willst du noch mehr Punkte abraffen? Nee, ich will mal sehen. Dann Lok noch. Da steht ja immer da, wie, was das bedeutet, wie viele Punkte man hat. Da auch, ne? 61, 60 bis 69, du nimmst Fahrt auf. Wie viel hattest du? 39.
War das deine Jungfernfahrt? Ja, im Grunde ja. Letztes Mal war ich nicht so richtig dabei. Ja, krass, das ging jetzt wirklich flott. Hätte ich jetzt nicht gedacht schnell. Nach dem letzten Mal. Ja, das war einfach, weil ich kooperativer war. Weil sonst kannst du das ja bis ins Unermessliche ziehen, wenn du dir deine Waren alle selber liefern musst oder platzieren musst. Kannst da ja vergessen. Wir waren irgendwie gehängt das letzte Mal, ne? Nur ein Männchen eingesetzt, die Aufträge lagen alle noch in der Mitte. Ja. Ja, und dann ist immer die Frage, wie verteilt man das, dass man selber mehr davon hat bei dem Spiel. Ja, ich habe jetzt zu viel verschenkt. Das ist ganz innen klar. Raus dann, glaube ich auch. Ja. Dann muss man wahrscheinlich dann sein eigenes Ding dann machen. Sein eigenes Süppchen kochen. Jan, was sagst du zu dem kleinen, großen Engine-Builder? Genau, für Spieler, die mal lernen müssen, auch mal was abzugeben, zu teilen. Ja, dafür ist es nicht schlecht. Ist es eine gute Lebenserfahrung, würde ich sagen. Ich muss so ein bisschen sagen, also klar, man muss sich irgendwie, also mir ist während des Spiels aufgefallen, dass ich manchmal so dachte, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Also was ist denn mein Ziel? Natürlich ist das einzige Ziel, dass ich hier diese Aufträge erfüllen kann. Das ist das Ziel. Das ist so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen erinnert an Enzyklopädie, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nur einen Weg, es gibt nichts anderes, das ist ja hier auch nee, so. Du machst die Mission und das war's. Ja, genau. Und das muss ich sagen, war wieder was, was mir persönlich nur so, also ich habe das wieder gemerkt, das ist vielleicht einfach mein Ding, wo ich sage, das langweilt mich so ein bisschen, weil mir das bei Enzyklopädie halt auch aufgefallen ist. Und zwischendurch dachte ich dann immer so, ja, also ich hatte so ein Gefühl von leichter Reizlosigkeit bei den Aktionen und das ist schon immer nicht so das beste Zeichen. Ich habe mich immer gefreut, wenn du mir was geschenkt hast. Das war ja, ich habe dir halt auch ständig Freude bereitet, im Gegensatz zu dir. Du hast dann mal gesagt, ja, dann schenke ich dir mal was, ich brauche eine Karte und dann habe ich wieder fünfmal gehört, oh, jetzt gebe ich mir selber mal wieder für Platzierungen. Nee, also das ist... Ich fand, ursprünglich wurde ich aufmerksam auf das Spiel schon in Essen letztes Jahr. Ja. Das lag irgendwie aus und ich fand das Artwork schön. Und wie gesagt, mit Zügen kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, aber ich muss jetzt schon sagen, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mehr erwartet. Das Artwork ist natürlich immer noch schön, bis auf die Rückseiten. Die sehen ziemlich trostlos aus. Das hier, oder meinst du? Oder? Nee, die. Ach so. Traurig, grau. Ja. Ja, irgendwie, ich wünsche, ich hätte mehr Möglichkeiten, weil dieses reine Engine-Building ist jetzt, glaube ich, auch kein Aspekt, den ich liebe bei Spielen, zumindest in dieser Form jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Heidenspaß dabei hatte, irgendwie meine Engine hier aufzubauen. Vor allen Dingen, weil du ja die Engine eigentlich eher für den Gegner aufbaust. Also wenn ich hier einen schöneren Wagen baue, kriegst du mehr, wenn du mir eine Karte zu. Also du hast einen größeren Anreiz, mir was hier reinzulegen. Ist nicht so ein Engine-Builder-Gefühl irgendwie. Ja, das stimmt. Glaubst du, die Spieleranzahl ändert das Ganze nochmal? Glaube ich nicht. Ich könnte mir eher noch vorstellen, dass ich noch ein bisschen gelangweilter bin, wenn wir das zu viert spielen und jeder dann noch seine Zeit hat und ich sitze dann vor meiner Engine und mache nichts und gucke mir das halt so an. Zumal du dann auch immer in die Verlegenheit kommst, halt irgendjemandem helfen zu können. Ne? Und das ist ja dann auch eher... Ja. Naja. Also ich... Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Spiel. Aber ich glaube, so hat man jetzt mal zumindest festgestellt, wie sich's anfühlen könnte. Ja, das stimmt. Das war letztes Mal ja nicht so. Flüssig durchgelaufen, genau. Genau. Und also ich glaube jetzt schon, wer sich das anguckt, wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ob das was ist, was ihm gefällt und was ihm liegt. Wir haben es vorher nicht angeguckt, wir haben es halt direkt gespielt. Ja, also wie gesagt, meins ist es nicht so richtig. Es ist ganz nett. Wir haben jetzt gemerkt, wie es sein soll heute. So soll es dann wohl sein. Letztes Mal war ja so ein bisschen holprig und wir haben auch ewig gebraucht. Und dadurch, dass wir hier nicht wirklich geliefert haben, lief das halt auch ewig und da war das auch echt langweilig. Aber ja, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und wenn man freundlich ist und gerne spendet, dann ist das Spiel wahrscheinlich gut. Ja, also ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Wir haben es so flüssig, wie es nur ging, gespielt. Ich war selber sehr positiv überrascht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.